Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation Empire hier auf SteGame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben hier jetzt fleißig unsere Forschung am Start, die natürlich fleißig arbeitet mit den schönen Feldern, die hier dabei sind. Und ja, müssen wir mal gucken, hier, wie sieht es hier intern aus? Boah, das sieht sehr, 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 sehr voll aus. Naja. Das produziert doch schon mal ganz gut. Aber quasi das Experiment mit der Leitung, das könnte natürlich hier, also das sieht schon mal ganz gut aus, das könnte auch funktionieren. Das muss die Fabrik bloß länger sein, damit wir dann einen dritten Baustoff quasi dazu kriegen können und dann fertig durchkonfigurieren können. So. Denn das brauchen wir hier für die Steel Plates und ähnliches, wenn wir das jetzt hier machen wollen. Und irgendwie habe ich da Bock zu. Und wir haben ja eigentlich genügend Stahl und wir haben eigentlich auch schon bei der Gewichtsgeschichte das eigentlich so weit durch, dass wir da eigentlich keine großartigen... Oh, guck mal, jetzt, das wird aber hier jetzt nochmal ein bisschen... Naja, war jetzt nicht so doll. Kein Zug rausgekommen in der Zeit. Deswegen hat sich jetzt hier die Gewichtsgeschichte ein bisschen reduziert. Aber alles halb so wild. Vielleicht stockt auch irgendwo anders jetzt hier die Produktion gerade wieder wie blöde, aber ich glaube, es sollte eigentlich nicht, ne? Hier haben wir nur auch jede Menge Stahl. Hier haben wir jede Menge Gold. Hier haben wir jede Menge Eisen. Also es läuft ganz gut erstmal so hin und her und durchweg eigentlich. Habe ich eigentlich noch irgendwo freies Gold? Das wollte ich nochmal ganz kurz gucken hier auf der Karte. Würde ich so nicht sehen, merke ich gerade. So, da haben wir freies Eisen noch. Da haben wir freie Kohle noch. Kohle und Gold brauchen wir für das Fuel, ne? Für das Gold, nee, wie war denn das? Was brauchte ich denn für Ethanol? Brauche ich... Ah, da brauche ich Öl und Red Gain. Alles klar. Okay, Öl und Red Gain. Öl habe ich doch hier hinten irgendwo noch. Weiß ich doch. Guck mal, da haben wir Öl. Öl. Red Gain. Na, das ist doch super. Dann können wir doch da das Ethanol dann hier herstellen und durchforschen lassen. Das heißt, wir müssen hier dieses Öl abbauen, dorthin bringen, anstatt das Green gelöt, dass dann dort das Öl ankommt. Oder wir machen dann nochmal eine neue Fabrik für. Können wir natürlich auch noch machen. Wie viel Platz haben wir hier nach außen noch? Weiß das einer? Ist nicht so viel. Na gut, also wenn ich hier jetzt sowieso noch einen Bahnhof anbauen will, ne, Schiene hier so lang und da rein. Oder hier rein, keine Ahnung, wie ich das mache mit der Schiene. Dann würde ich diese Produktion hier eigentlich lassen wollen. Aber ich könnte ja... Könnte ja natürlich hier unten eine Produktionslinie aufbauen. Das Öl bis hierher transportieren. Red Gain und dann in die Richtung bauen. Muss nur die, ach, da ist die Grenze schon. Upsala, das ist aber nah dran. Wo ist auf der Seite die Grenze? Hier, auch sehr nah dran. Auch kein Öl. Und hier, das war ja auch so ganz knapp vor krumm, ne? Ich meine, ich könnte auch die Fabrik einfach ein bisschen größer machen und dann hier Red Gain noch anpflanzen und dann hier das Öl quasi dazu nutzen, dass wir hier dieses Ethanol machen. Dann müssen wir auch kein Öl mehr verkaufen nachher am Ende. Und dann könnte ich die Fabrik auch andersrum aufbauen. Na gut. Ah, nee, wenn ich hier wieder forschen will, dann nicht. Ich müsste aber breiter werden können und da hätten wir, glaube ich, Schwierigkeiten. Na, müssen wir gucken, dass wir das hier vielleicht hier hinten rumgelegt kriegen. Das kriegen wir auf jeden Fall noch breiter. Na gut, ich meine, wenn ich das raustransportieren will, das ist ja völlig egal, auf welcher Seite ich das raustransportiere zum Forschen, ne? Dann stelle ich hier wieder Forschungsdinger wieder auf. Hier kann ich die Felder machen. Oder hier oben, oder doch wirklich hier oben die Fabrik und dann die Felder und dann hier hinten runter transportieren. Dann machen wir das nachher auch mit dem Zug raus oder so, keine Ahnung. Hm. Die Frage ist, ob wir die 30 Tonnen schon hinkriegen, wenn wir das hier machen. Also unser Ziel ist jetzt nur die 30 Tonnen. Wir folgen nicht mehr unbedingt das Ziel, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade Schnappatmung hatte. Wir folgen nicht das Ziel, hier auch Raketen bauen zu können, sondern ich will die 30 Tonnen hier haben. Und dann werde ich umsteigen auf quasi den schwereren Modus und ja, dann das da forschen lassen. Theoretisch könnte man es auch hier machen. Müssen wir bloß halt eben mit den Schienen aufpassen, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass die ein bisschen sauber verlegt sind. Dass hier die Fabrik ist, dann hier bis zum Rand gehen mit den Forschungsdingern hier, dass die dann einmal gedreht sind und dass das hier quasi hier rauskommt und dann den Schienen abtransportiert wird. Die forscht das hier noch zu Ende und fertig. Gut, also machen wir jetzt erstmal den Zug, dass hier der Zug dann quasi rumfahren kann. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier so den Bogen hinkriegen. Das könnte sich ein bisschen
Könnte ein bisschen schwierig werden. Dass wir dieses Öl hier rüber transportiert kriegen, dass hier dann irgendwo eine Fabrik dazwischen steht, die dann das Material daraus transportiert. Wir haben nach hier hin ein bisschen Platz, aber so viel ist es auch nicht. Ja, das ist nicht schön. Ist nicht schön, das muss ich dazu sagen. Es ist wirklich nicht schön. Gut, also sorgen wir erstmal dafür, dass wir hier das Öl rauskriegen. So, was ist das für eine Strecke hier? Das ist diese. Die müssen wir dann halt ein bisschen weiter nach außen legen, dass die hier hinten rumgeht, ne? Dass wir hier frei bauen können. Bei der Zuglinie, gut, dann wird es dann auch interessant. Dann müssen wir hier eine Strecke noch einbauen, die dann das abtransportiert. Oh Gott, oh Gott. Schwierige Nummer das. Gut, kriegen wir aber hin. Okay, heißt erstmal jetzt hier ein bisschen umbauen, die Strecke sozusagen hier verlegen. Dass die von hier kommt. So, hier außen lang. So. So. Dass sie hier reingeht. So. Und dass die sich hier verbindet. So, sehr schön. Gut, dann können wir das auch hier in der Mitte schon mal wieder rausnehmen. Ist unsere Goldstrecke ein bisschen länger unterwegs, aber ich glaube, das stört uns jetzt auch nicht mehr so sehr. Zumindest nicht mehr intensiv, glaube ich. So. Sehr schön. Gut, das heißt, wir brauchen hier Pferdekopfpumpen, die quasi das Material hier rausholen, und dann müssen wir die dann einigermaßen sinnvoll verdrahten mit einem mit dem Abtransport. Da würde ich sagen, da stehen schon wieder Strommasten im Weg. Das ist natürlich wieder ein klassischer Fall von wir bauen was und müssen dann hier doch uns wieder was anderes überlegen. So. So, also das Stromnetz darf keiner nachfragen, warum das so aussieht, wie es aussieht, bitte, ja? Da bedanke ich mich schon mal für. So, der kann ja denn hier quasi rauslassen. Der müsste auf dieser Seite rauslassen können, der auf dieser Seite und der an die auch auf dieser Seite. Dann müssten wir eigentlich wunderbar nach hier rauskommen. Dann müssen wir dann aber ziemlich schnell sozusagen hier auf die nächsthöhere Ebene, dass wir dann hier in der dritten Ebene rüberfahren oder so. Gut. Gucken wir mal, ob wir das hier hinkriegen. So. Wunderbar. Super. Geht wunderbar. So. Gut. Da kommen wir schon mal hin. Dann machen wir hier noch den. So. Abtransport. So. Dann kommst du hier rum. Dann gehst du da lang. Dann gehst du da lang. Und du gehst da erstmal lang. Und so. Sehr schön. So, dann müssen wir gucken, dass wir hier jetzt noch dann schnell auch in die dritte Ebene kommen. Aber das sollte sich eigentlich ganz gut ausgehen hier. So, gut. Dann haben wir das hier erstmal dran gelegt. So, das heißt, jetzt müsste ich hier, entweder mache ich hier die Fabrik, aber da muss ich hier irgendwie mit dem, kann ich, die Gleise kann ich aber nicht in unterschiedliche Ebenen legen, ne? Nee. Haha. Ist ja schade, das kann ich auch nicht in unterschiedlichen Ebenen legen. Und hier kommt ja auch nochmal ein Gleis hin, ne? Haha. Wie kriege ich denn das jetzt am sinnvollsten so verlegt, dass ich hier eine Fabrik und da eine Fabrik habe und trotzdem die Gleise so habe, wie ich sie brauche. Und ich muss noch Platz für Felder schaffen. Ne? Das ist natürlich auch noch wichtig. Ich muss ja noch wenigstens dann, wenn ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5 Pferdekopfpumpen habe, mindestens auch 5 Felder haben, die ich dann ran transportieren lasse. Obwohl, da könnte ich die Felder hier reinmachen, hier drüber transportieren, hier die Fabrik machen. Und wo mache ich das mit dem Zug? Mit diesen Dingen hier?
Hier kann ich an die theoretisch auch hier komplett dran vorbeiführen und hier hinten, ne? Und dann, dass ich hier den Ausgang mache. Ah, müsst ihr mal gucken, ob das geht. Alles klar, so. Also brauche ich jetzt erstmal Train Track Entry. Geht da nicht? Da geht er. Muss auch so gehen hier. So sieht sehr gut aus. So, dann gucken wir jetzt mal, wenn ich jetzt hier die Train machen will. Hier so dran vorbei. Wieder rein in den Berg. So, das passt schon mal. So, und jetzt müssen wir bloß noch sauber hier quasi den Ausgang schaffen. Und die Dinger irgendwie miteinander verbinden. Das könnte jetzt hier ein bisschen knapp werden. Wenn ich jetzt hier vor Ladestationen machen möchte. Wo sind sie denn? Da hinten. Kann ich hier frühestens anfangen. Wenn ich da noch. Wie viel Platz kann ich hier noch maximal generieren? Keinen, weil hier das Stück kriege ich gerade nicht gebaut. Ja, das ist jetzt natürlich sehr schade. Kann ich denn noch einen nach hier rüber? Dann komme ich hier nicht drüber weg, ne? Nee, das ist doof. Das ist schon so ein bisschen. Das ist schon so ein bisschen, die letzte mögliche Position eigentlich, ne? So, den kann ich ja hier dranlegen und dann versuchen, dass der hier sozusagen dann. Obwohl, der kann da bleiben, hier die Felder, dann transportieren wir das hier rüber in die Fabrik und dann machen wir da den Forschungsturm hin. So, ich werde jetzt aber. Ja, hier, das wird jetzt. Ricky, ich kann ja hier auch nicht mit den Rohren durch die Wand durch, das geht nicht, ne? Also selbst wenn ich da eine Tür habe, komme ich nicht mit dem Rohr durch. Na gut, da steht auch was im Weg, aber das geht nicht. Ich komme ja nur so mit einer Lore raus in die Fördergeschichten. Kann ich jetzt hier 1, 2, 3... Na gut, ich müsste die Kanister davor einfach halten, ne? Kann ich hier den Große davor setzen? Guck mal, hier noch Große dran, ne? Aber die passen nicht so, dass ich zwei anschließen kann. Kann ich da zwei anschließen? Passt sogar. Aber dann kriege ich hier keine mehr dazwischen, oder? Nee. Aber das kann ich ja von hinten regeln. Und dann habe ich hier ja ordentlich. Kann ich ja, glaube ich, von hier regeln, oder? Müsste doch hier regelbar sein. Ha. Dann haben wir doch hier einen ganz großen Speicher, der das hinkriegen müsste. Sieht zwar total doof aus, aber könnte funktionieren. So. Du regelst hier rein, du regelst hier rein, du regelst. Das ist ja. Was zu schön, um wahr zu sein. Kann ich da jetzt einen davor stellen? Warte mal, das müssen wir kurz überprüfen. Das geht natürlich genau nicht, okay. Das war wieder klar. Macht aber nichts. Großen Kessel da dran. Leise. So, ich denke mal, hier haben wir dann genügend, die dann auch für unser. Ach, das ist ja toll. Dann habe ich ein riesengroßes Lager und dann kann jetzt da ein Zug kommen, der kann sonst wie lang sein. Ich brauche bloß eine Ladestation, die ganze Zeit quasi vollgeladen wird, eigentlich. Mehr brauche ich ja nicht. So, und hier müssen wir dann mit dem Gleis hinkommen. Ah, ja, okay, da muss ich natürlich, das ist jetzt nicht so schön wie das hier, weil das gerade nicht gerade auf eine Tür passt. Das passt gerade auch nicht gerade auf eine Tür. Schade. Warte mal.
Wie machen wir es denn am blödesten? Gut, dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir hier eine Tür reinkriegen. Nehmen erstmal die hier. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier die Gleise oder reinkriegen. Okay, das geht ohne Schwierigkeiten. Da können wir ja an einem Tank dran vorbeiführen, dass wir hier zwei... Ne, das geht nicht ohne Schwierigkeiten, weil hier noch ein Bogen ist. Moment. Ja. So früh gefreut. Ne, geht trotz. Ne, das ist ja immer noch der Bogen dann hier. Oh, schwierig. Moment. Hierhin geht's, wird's gehen. Und dann wird's schwierig. Moment. Das machen wir ganz anders ekelhaft. Das führen wir einfach hier. Warte schon. Das führen. Falsch rum. Das führen wir hier rein. So. Den Tank hier nochmal dran. So. Den da nochmal da verbunden. Und dann den nochmal hier verbunden. So. Und dann machen wir jetzt. Über die Katz am Borsigplatz. So. So. Wenn jetzt einen, weiß ich nicht, mit Überguckskinder drüber fahren. Ich glaube, den zweiten, den kriegt er nie. Hm. Reicht uns dann ein Waggon aus, um das so zu fahren? Das weiß man nicht, ne? Gerne zwei Waggons dafür gehabt. Muss ich ja jetzt ehrlich mal sagen. Wie sieht das hier aus, wenn wir da versuchen, die Gleise... Ich komme hier nirgendwo rein, oder? Warte mal. Da reicht ja aus bis dahin. Theoretisch da reinkommen. Kibon. Na, komm her gleich. Meine Damen und Herren, das würde gehen. So, so gehen. So, dann können wir nämlich jetzt hier quasi länger werden einfach. So. Jetzt kriege ich da bloß den Kessel nicht mehr dazwischen. Ne? Und Abladestation, sind wir dann ein zu nah dran. Ja, dann muss ich den hier hinstellen. So. Und du bist der Herausgeber. Und machst jetzt folgendes. Jetzt nehmen wir das Gleis. Du bist der Herr Reinnehmer. So, dann machen wir hier jetzt drei Karts drauf. Aber ein zu lang dafür für drei Karts. So, und dann machen wir jetzt hier den grünen dran. Du nicht mehr. Du. So. Dann sollte jetzt hier das Zeug ankommen. Und dann sollte sich denn hier drinnen verteilen. Und nach sollten die Dinge hier volllaufen. Und hier haben wir noch einen ordentlichen Speicher dafür. Das müsste, könnte klappen. So, und ihr könnt erforschen. Ich werde euch einmal jetzt entleeren von allem. Damit ihr denn das, was da drin ist, noch alles leer forschen könnt, weil das sind hier 22 pro Anschluss. Das heißt, am Ende müssten jeweils 30 von euch
müsste die Punkte haben dafür. Und dann sind wir doch schon mal beim dem Zeug so weit, dass das funktionieren kann. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Strömlinge hier an der einen Stelle. Dann müssen wir hier nochmal ganz kurz Strommasten setzen. Damit hier auch der Counter runterläuft, dass hier ein Zug kommt. Und dann kann hier ein Zug kommen. Und ja, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus, ne? Ha! Das ist ja toll. Und der Puffer, der ist natürlich riesengroß hier, ne? Und wir können den Zug ja jetzt hier lang machen. Das ist ja scheißegal. Du kannst hier die ganze Lamperie vollstellen. Dann kommen da halt eben 30 Waggons raus oder sowas, die dann so nach und nach vollgefüllt werden und da reinfahren. Das dauert natürlich alles ewig. Ja, naja, mal gucken. Wir gucken mal, ob der kurze Zug besser funktioniert als ein langer Zug. So, wie sieht es hier aus mit der Stahlproduktion? Hier ist alles gerammelte voll. Das sieht ja super aus. Also da können wir unbedingt, hier müssen wir unbedingt das Gold noch da rein, mit reinbringen. Aber die Folge ist erstmal wieder zu Ende. Wir haben es geschafft, jetzt hier einen Ausgang zu schaffen für unser Material. Und Mann, dass das so gut passt mit den großen Tanks, das hätte ich ja gar nicht erwartet. Aber es passt. Und es sieht gut aus. Und es wird aufgefüllt. Ich finde, das ist schon mal ganz toll. Wir lassen das so. Machen ein schönes Foto von. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Like, Abo. Ich würde mich über alles freuen. Bis denn. Tschüss.